Und ich begrüße heute ganz herzlich Stefan Gäde von der HSH Nordbank. Herr Gäde, der Euro war zuletzt doch ziemlich stabil unterwegs, auch wenn es heute etwas nach unten geht. Manche Experten sprechen von Euro-Optimismus an den Märkten. Wie bewerten Sie im Moment die Lage? Ja, von Euro-Optimismus spreche ich auch, Frau Altersdorf. Die Eurozone holt ja wirtschaftlich gegenüber den USA auf und im zweiten Quartal wurde die Rezession jetzt endlich überwunden. Und dann noch in der letzten Woche haben die Einkaufsmanager-Indizes diesen positiven Trend untermauert. Und wichtig ist ebenfalls der sich abzeichnende Aufschwung in Problemländern wie Portugal oder Spanien. Aber auch darüber hinaus ist wichtig, dass Themen wie das Hilfspaket für Griechenland, was wieder diskutiert wird, oder eine mögliche politische Krise in Italien der Gemeinschaftswährung eigentlich kaum geschadet hat. Deshalb bin ich trotz der dynamischeren Erholung in den USA und der abzeichnenden Straffung der Geldpolitik dort ein Euro-Fan. Heute ist die Nachrichtenlage ja etwas ruhig, etwas dünn. Wie geht es denn in den nächsten Tagen weiter? Wo sehen Sie da die Impulsgeber für die Devisen? Ja, in Europa bleibt es ein bisschen dünn. Das Highlight der Woche ist aus meiner Sicht der IFO-Geschäftsklimaindex, der morgen veröffentlicht wird. Und nach den guten Vorgaben der Einkaufsmanager-Indizes ist ein weiterer Anstieg sehr wahrscheinlich. Und das spricht dann für ein anhaltend gutes Investitionsklima in Deutschland. Und den zunehmenden Euro-Optimismus dürften dann am Freitag noch einige Stimmungsindikatoren für die Eurozone widerspiegeln. In den USA gibt es dagegen eine ganze Reihe von Daten. Heute sind die Auftragseingänge für die langlebigen Wirtschaftsgüter im Mittelpunkt. Morgen der Case-Shiller-Hauspreisindex. Am spannendsten aus meiner Sicht wird wohl die Revision des BIP für das zweite Quartal. Hier könnte es eine positive Überraschung geben, denn das Defizit der US-Handelsbilanz ist zuletzt ein bisschen geringer ausgefallen als erwartet. Am Freitag kommen dann noch wieder Stimmungsindikatoren, Chicago Einkaufsmanager in die Index und das Verbrauchervertrauen. Und die sollten ja den Aufwärtstrend der US-Konjunktur bestätigen. Herr Gäde, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sehen den Euro-Optimismus auch. Welche Marken sind denn da wichtig beim Währungspaar? Ja, jetzt sind wir gerade unterhalb der Widerstandszone von 1,3380 bis 1,34. Und wenn die bezwungen werden kann, dann ist die nächste Marke der letzte Höchststand. Das ist bei 1,3415 gewesen. Und dann käme schon 1,3450. Wenn man nach unten blickt, haben wir gleich eine Unterstützung bei 1,3350. Und dann bei 1,330 und 1,3250. Und welche Währungen sind außerdem noch interessant im Moment für die Anleger? Ja, im Moment geht es ja ein bisschen turbulent zu in der Welt, besonders in Asien und Lateinamerika. Da ist es natürlich wichtig, dass man ein bisschen auf sichere Häfen setzt. Grundsätzlich geeignet sind da sowohl der Euro als auch der US-Dollar. Mein Favorit bleibt da der Euro. Ansonsten könnte man auch gut die skandinavischen Währungen nehmen. Das wären in erster Linie die schwedische und die norwegische Krone. Das sind auch sichere Alternativen. Sagt Stefan Gäde von der HSH Nordbank. Dankeschön für diese Einschätzung. Vielen Dank für Ihre Fragen, Frau Altersdorf. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Danke, ich Ihnen auch.